I remember watching a wedding. I mean, these were people enjoying themselves. These were people celebrating, like, a wedding, you know? Like, but someone in that wedding was a bad person. And we're getting orders to take these people's lives. It was just point and click. Humanistische Grüße, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ein wunderschönes Hallo. Und ja, das Thema Kampfdrohnen für die Bundeswehr, ein Thema, was mich schon länger umtreibt, weil ich war ja auch in Afghanistan 2005, 2007 und habe damals nicht kampffähige Drohnen auch im Einsatz bekommen. Und seitdem, also ist ein bisschen gewachsen das Thema, habe ich mich dann später immer mehr mit dem Thema beschäftigt und auch mich mit dem Thema Kampfdrohnen, also Bewaffnung von Drohnen, beschäftigt. Und das Thema stand schon lange so ein bisschen auf der Agenda und deshalb heute ein kleines Video dazu. Es soll nicht so sehr um technische Details gehen, sondern eher um das große Ganze. Ist es sinnvoll, Kampfdrohnen für die deutsche Bundeswehr anzuschaffen, zu beschaffen und natürlich auch einzusetzen? Und los geht's, meine Lieben. Wenn wir über Drohnen und oder Kampfdrohnen sprechen, dann sprechen wir immer über unbemannte, ferngesteuerte Flugobjekte, die von Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden, entweder direkt im Einsatzgebiet oder halt von außerhalb im Einsatzgebiet gesteuert werden. Das Ganze geht zurück auf, also der Einsatz von diesem Instrument der Kampfdrohnen geht zurück auf die Anschläge vom 11. September und dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Minimum 14.000 Drohnenschläge, also der Angriff mit einer Drohne, gegeben hat. Darunter dann Schätzungen 900 bis 2.200 Zivilisten, die ums Leben gekommen sind, sehr viele Kinder, fast bis 500 und total dead, also die totalen Menschen, die ums Leben gekommen sind, die totale Anzahl, irgendwas zwischen knapp 9.000 und 17.000. Und ist das nicht vielleicht auch Staatsterrorismus, ja? Also wenn ein Staat sagt, ich nehme mir die Freiheit heraus, ohne rechtsstaatliches Verfahren Menschen in anderen Ländern, nicht nur einzelne Leute mit einer Drohne zu beschießen und sie zu töten, sondern auch Kollateralschäden in Kauf zu nehmen und eine ganze Hochzeitsgesellschaft hochzujagen, weil dort ein vermeintlicher Terrorist oder eine Person, die als Terrorist gekennzeichnet wurde, drinne ist. Und vielleicht auch die Frage, warum sind wir in diesen Ländern und bringt das was? Ich war ja selber zweimal in Afghanistan und ich glaube nicht, dass wir uns daran beteiligen sollten, um das schon mal vorweg zu sagen, weil man kann sich ja auch mal angucken, was diese ganzen Einsätze gebracht haben in diesen anderen Ländern und ob es nicht sinnvoller wäre, darüber nachzudenken, ob es einen anderen Weg gibt als Kampfdrohnen anzuschaffen vor dem Hintergrund der Gefährdung der Soldaten. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich schicke die Soldaten gar nicht erst in den Einsatz. Humanistische Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, teilst und auch kommentierst. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.